Willkommen zurück bei Männerlords. Das wächst. Beim Weizen sind sie am Aussäen. Wunderbar. Ich habe jetzt mal geguckt, die sind hier fröhlich am transportiert Bretter. Lagerarbeiter handelt, transportiert Lehm. Aber keiner transportiert die Wolle. Wilde Tiere sind weitergezogen. Oh. War das Jägerlager zu nah dran? Ach, dann ziehen die einfach weiter. Heißt das, ich kann die wilden Tiere irgendwo hinsetzen, wo sie näher dran sind? Ich lasse die mal so. So, im Jägerlager ist gerade sowieso keiner drin. Wir haben am Essen nur Beeren. Ja, wir haben September, wo sind meine Äpfel hin? Na gut, die sind ein bisschen mickrig. So. Es wurde nichts eingelagert. Ah, da transportiert jemand Bauholz. Okay. Ihr macht Eier. Auch Eier. Gemüse. Achso, ich kann das nur abreißen. Baumaterial wird zurückerstattet. Wisst ihr was? Ich mach folgendes. Hier wohnt ja keiner drinne, wa? Doch. Ach, hier wohnen die Bauern drinne. Die sind schon eingezogen. Na, dann bekommt ihr, einen Ziegenstall. Und Hühner. So, wo kann ich hier Leute wegziehen? Hier nicht. Wohnhaus anzeigen, Ehefrau, Sohn, Ehemann. Er handelt, sie warten. Von 50. Ach, guck mal. Von 50 auf 40, ich brauche mehr Bretter. Wie viel Holz habe ich? 4. Okay, wo ist mein Sägewerk? Da. Eine Familie. Ja, ich brauche mehr Familien. Ach so, ihr erntet ja... Moment, ihr erntet? Wieso erntet ihr? Ihr müsstet aussäen. Ihr habt doch nichts zum... Naja, gut. Ach doch, die haben zum Ernten. Stimmt. Da müssten... Oh, 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 oh. Wartet mal. Getreide. Oh Gott, da muss ich ja hier jemanden reinsetzen. In die Mühle. Erntet, erntet, erntet. Stimmt. Ihr schmeißt das Zeug ja erstmal hier rein. Oh, dann darf jetzt hoffentlich kein Regen kommen. So. Aber da muss ich irgendwo jemand rausholen, der die Mühle bedient. Sägegrube ist einer. Schafzucht. Ah. Okay, ich nehme ihn aus der Schafzucht. Bauern darf ich keinen rausnehmen. Abbaugrube ist keine mehr drinne. Gerberei auch nicht. Jäger habe ich keine. Ein Holzfäller habe ich, den brauche ich auch. Forsthaus, genau, da ist keiner drinne.
Frauenhaus hatten wir schon. Hofstätte. Speicher. Ja, die verkaufen ja das Zeug. Die haben ja die Bären. Wo kann ich Leute abziehen? Hier habe ich schon abgezogen. Brennofen geht nicht. Abbaugrube. Ah, dich ziehe ich ab. Genug mit Bären sammeln. Ja, wobei, wir sind einzige, wo ich gerade momentan was zu essen habe. Der soll die 19 Beeren noch einsammeln. Ach, Mist. Ja gut, dann muss ich die jetzt, die Wollesammler, abziehen. Und du gehst jetzt hier rein. So. Es wurde nichts eingelagert. Ja, dann lagert mal. Wo seid ihr denn? Schreiner geht nach Hause. Ah, hier. Hier gehen sie alle rein ins Bauernhaus. Macht er denn Schönes? Transportiert, transportiert, transportiert. Ah. Transportiert Weizen. Ah, jetzt holen sie das Zeug rein. Und er gleich mit einer Karre. Sehr gut. Ja, dann macht mal, wa? So. Wir haben ein Regionsvermögen von 71. Ja gut, wir haben ja das ganze Regionsvermögen für Dings ausgegeben. Mein Herrenhaus ist im Bau. Ja, wir haben zu wenig Familien, die bauen können. Wisst ihr was? Mach mal ein bisschen Hop-Hop. So. Melzerei. Können wir uns eigentlich jetzt erstmal sparen? Geh mal raus. Ach so, mache ich ja hier. Tja, nicht genügend Mittel in der Schatzkammer. Ach, okay. Ja, du hast auch nicht genug. Wir wissen's. Apropos. Da sind Briganten. Oh, und die marschieren da schon hin. Schaffe ich das? Okay, Moment, wartet. Ich werde abspeichern. Ich probier's. Wir speichern ab. Was ist denn das heute? Folge 14, wa? So, speichern wir. Ich werde Folgendes machen. Ach so. So. Transportiert Eisenbarren. Wo sind meine Leute? Dank eine neue Familie. So. Ah, da kommen sie. Okay. Die Frage ist... Oh, schade, die sind schon dran. Dann könnt ihr wieder nach Hause gehen. Oh, wobei, wenn die sich schlachten... Frage ist, ob die das schaffen.
Ich probier's. So, da laufen sie. Okay, na dann. Come along, lad. Die kloppen sich jetzt. Und ich plündere derweil das Lager. Vielleicht klappt's ja. Wir haben drei Familien, die bauen. Die lasse ich auch bauen. A, weil jetzt die ganzen Männer fehlen. Und B. Sehr gut. Ah ja. Genau, kümmere dich mal ums Gemüse. So. Kloppen die sich? Ach, die ziehen wieder nach Hause. Hä? Gehen die jetzt, machen die jetzt gemeinsame Sache oder was? Giganten, Bruderschaft des Waldes, leichte Söldner Bogenschützen. Oder gehen die aus dem Wald raus, um sich dann hier zu kloppen? So. Mache ich denn das jetzt? Ach so, das war ja mit rechts. Ach, an die Steuerung muss ich mich gewöhnen. Da kommen noch ein paar Leute dazu. Ein paar Nachzügler. Und jetzt... Ja. Was macht ihr jetzt? Na, das habe ich ja gerne. Guckt euch das an, wie friedlich die hier nebeneinander. Wollt ihr vielleicht noch ein Schwätzchen halten? Aber gut. Da sind meine Leute. Ich probier's. Ich probier's. So, jetzt. Lebensmittel, Brennholz, Brennholz. Ach so, ich bin Kampfmodus. Ich kann ja, ja doch, die kann ich anklicken. Warum kann ich ihn hier nicht anklicken, wie weit die sind? Ach, da. Da ist mein Haus. Okay. Wie sieht's hier aus? Die pflügen schon. Mühle macht 0. 17 Getreide. Dröschprio. Ach, die pflügen erst und dreschen dann. Ja, pass mal auf, Kumpel. Dann komm du mal hier raus und hilf denen mal, damit sie fertig werden. So, wo sind meine Leute? Da. Okay. Wo sind die Verräter hier? Da unten. Na gut. Effektivität 101%. Ja, logisch, weil die sich ausruhen, anstatt gegen die zu kämpfen. Oder marschieren jetzt so lange nebeneinander her, bis die hier auf 0 sind. Neue Nachricht.
Als ihr die Habseligkeiten eurer Feinde durchsucht, findet ihr allerlei Vorräte. Wir können sie unter... Pass auf, das letzte Mal habt ihr sie bekommen. Diesmal bekomme ich sie. Danke, Freunde. Habt ihr gut gemacht. Und jetzt würde ich sagen, geht ihr wieder nach Hause. Pick up the pace. So. Ab nach Hause. Was machen die hier? Die marschieren weiter. Ach übrigens, ihr habt kein Lager mehr, ja? Nur so als Hinweis. Gut. Damit habe ich Vermögen. 153. So, was kann ich damit anfangen? Eine Hofstätte. Okay. Oh, wartet. Aha. Ich könnte jetzt eine eigene Miliz aufbauen. Ankunft in Immenreuth. Der Legende nach verloren sämtliche Brüder einst in einem Freudenhaus eine Wette gegen ihren ehemaligen Lehnsherrn. Im Anschluss gaben sie ihr bisheriges Leben auf, um ihm als Krieger zur Seite zu stehen. Sie blieben letztlich dabei. Ah, das sind Bogenschützen. Leichte Söldner, Speerkämpfer und Infanterie. Leichte Söldner, Bogenschützen und schwere Söldner, Bogenschützen. Und du hast 3 Legionen. 50, 90, 45. Oh, 11%. Wartet mal, Leute. Ruht euch mal ein bisschen aus, okay? Prozent, 64%, jo. Hier hat die KI wohl irgendwie verpennt. Oh, guckt euch das mal an. Üppige Vorkommen. Eigentlich müsste ich mir so eine Miliz zu... Das mache ich, wenn das Herrenhaus fertig ist. Da muss ich ja so einen Turm bauen, wo die dann einziehen können, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. So. Hier ist immer noch keine Wolle angekommen. Ihr habt 4 Marktstände. Muss ich da noch eine Familie reinsetzen? Ich habe nur 60 Beeren. Nahrung reicht noch 5 Monate. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. So. Holzfällerlager. Weißt du was? Baut mal langsamer. Und irgendjemand soll jetzt mal noch ein bisschen Holz fällen. Genau, und ich habe doch genug Ochsen, oder? 4, davon sind 3 nicht zugewiesen. Habt ihr schon einen Ochsen? Ja. Ach so, geht ja nicht. Ihr habt ja schon einen. Aufrüsten kann ich das nicht. Gut. So. Na gut, dann sollen die jetzt dreschen und säen und danach dann, Quatsch, umgekehrt. Pflügen und säen und danach dreschen. So, Viehhandelsposten. Handel. Ach so, das ist Viehhandel. Das ist der Handelsposten. Von 75 auf 40. Okay, die können wieder mit Brettern handeln. St-
Steine von... Ich habe 80 Steine. Warte mal, Dachziegel. Wie viel habe ich? 60. Kleine Kirche. Hackstation. Hilft mir nichts. Ich habe ja keine Tauschhändler, weil dazu brauche ich ja eine neue Region. Ah, die sind auf 75%. So. Ja, die Maschine hier mal weiter. Oder begleiten die jetzt hier über die Grenze und schmeißen sie raus. Das sind 30 Leute. Überlegt euch das mal. Konnte man denn nicht hier? Achso, doch. Ja, die machen sich jetzt vom Acker, die wir. Zack, weg sind sie. Sag mal, wir haben abgespeichert, wa? Waldbrand. Ach, ich brauche 1000 Einfluss. Um die zu beanspruchen. Ich habe Einfluss 570. Das die Briganten zu das Lager zu plündern hat mir keinen Einfluss gegeben. Ich hätte deren Truppen besiegen müssen. Oh, das brauche ich 2000 ein. Okay. Auch 2000. 1000, 1000, 1000. Okay. Ach, warte mal. Kommen die schneller voran, wenn ich die Einheit... Ach so, außerhalb der Heimatregion. Nicht möglich. Okay. Dann sollen die erstmal nach Hause laufen. So, ich habe immerhin 153 Gold in der Schatzkammer. Hier sind jetzt drei Familien zugange. Gut. Und trotzdem baut doch einer mein Herrenhaus. Ausbau auf Stufe 2. Als Bedürfnis fehlt. Ja, guckt hier. Ach so, Leinen, Leder und Garn. Ich müsste Garn herstellen. Aus der Wolle. Ich hab Wolle. Eine Weberei. Arbeiter nutzen Wolle zur Herstellung von Garn. Nicht genug Material. Okay. Das heißt, ich muss das Garn herstellen. So. Material habe ich erst, wenn die liefern. Okay. Sägegrube. Ist einer drinne? Ja. Was habe ich denn im Bauch? Ach, man macht doch mal zu hier unten. So. Drei Bauholz habe ich, 70 Bretter, 80 Steine. 93 Werkzeuge. Ich brauche doch so viele Werkzeuge gar nicht. Kann ich nicht Werkzeuge verkaufen? Wolle kann ich verkaufen. Brennholz, Leder, Holzkohle, Gebrauchsgüter, Werkzeug.
Nicht angegeben? Will das keiner haben? Nee, hier zeigt er mir über den Preis an. Das heißt, das Zeug will keiner haben. Will keiner haben, das heißt, ich kann mir das sparen. Heute. 4 würde ich dafür kriegen. Für meine Häute. 6 habe ich. Wolle. Kriege ich 2, aber davon habe ich 40. Ich richte eine Handelsroute ein. Für Wolle. Ich exportiere die. Und zwar erstmal 20. So. Genau. Sollen sie mal machen. Weil wenn ich hier wieder einen reinsetze, sobald die mit meinem Herrenhaus fertig sind und mit dem Acker. Wo ist meine Einheit? Da. Okay. Wo ist die andere Einheit? Weg. Auch okay. Gut. Ja, dann würde ich einfach mal sagen... Hopp, hopp. Ah, hier transportieren sie. Gut. Zahlung an die Schatzkammer. Mein Herrenhaus ist gleich fertig. Haha. Dann kommt da das Zollhaus daneben. Stopp, meine Einheit ist da. So, Leute, geht mal wieder nach Hause. Oder besser gesagt, an die Arbeit. Jetzt regnet's. Ja gut, ihr seid ja mit der Ernte fertig. Was ist das hier? Warum habt ihr das nicht geerntet? Ihr pflügt hier schon und hier ist noch Weizen, Gerste drauf. Da sind noch 17 Weizen drin. Aber die sollen erst mal fertig machen. Gut. Macht ihr fertig? Freunde, ich will einziehen. Es regnet. Wo bleibt meine Wohnung? Transportiert Eier. Transportiert auch Eier. Transportiert Steine. Geht wieder ins Bett. Wir warten alle. Warum wartet ihr? Weil hier aus der Abbaugrube gar kein Eisen kommt. Dorfschmiede hat gar kein Material, wa? Pass mal auf. Mal Feierabend. Dorfschmiede. Feierabend. So. Wir haben 4 Bautrupps. Ich würde sagen,
Ihr baut jetzt mein Herrenhaus fertig? Und helft dort beim Dings mit. Beim Pflügen. Damit die endlich fertig werden. Ich muss endlich erfinden hier, da. Ach so, Schafzucht. Oder das ermöglicht den Einsatz von Ochsen am Bauernhaus. Und damit die das endlich machen können. Da wird mein nächster Punkt hingehen. Da wird mein nächster Punkt hingehen. Ah, da laufen sie wieder zu meinem Haus hin. Stopp. Policies unlocked. Klickt auf den Steuernreiter, nachdem ihr euer Herrenhaus ausgewählt wird, um die Steuersätze festzulegen. Steuern können eure Schatzkammer füllen und euren Einfluss steigern. Allerdings wird eure Bevölkerung dadurch ärmer. Alles klar. So. Herrenhaus. Personen. Ich habe einen Diener? Cool. Steuern. Grundsteuer. Wird auf das Vermögen, also sprich ein Teil davon, wandert zu mir. Zehnt. Die Kirche erhält einen Anteil der überschüssigen Nahrung und steigert im Gegenzug euren Einfluss. Handelssteuer. Der für jede Transaktion mit einem Durchreisen aus dem Regionsvermögen genommene Anteil. Söldnersteuern, Bürgersteuern, Mühlenrecht. Jedes Mal, wenn die Mühle 100 Korn zu Mehl mahlt, wird dieser Anteil aus dem Regionsvermögen entnommen. Und eine Kriegssteuer, wenn sich der Spieler offiziell im Krieg befindet. Oh! Ach! Ach! Wenn ihr der Kirche was bezahlt, dann, werdet ihr nicht unzufrieden, wenn das Geld an mich geht? Ich mach's mal so. Erstmal. Oh, warte, jetzt will ich abspeichern. Warte. Wo waren Abspeichern? Hier, Spiel speichern. Folge 14 überschreiben wir. Habe ich kein Problem mit, weil... So, jetzt Burgplaner öffnen. Mauern und Tore. Außenturm. Garnison für 10 Personen. Stationiert Einheiten, Dorfbewohner nehmen herannahende Feinde unter Beschuss. Garnisonsturm. Erhöht die maximale Gefolgegröße um 12. Auf 1 pro Region erhöht. Steueramt. Ah, rein kosmetischer Inhalt ist in Arbeit. Also den brauchen wir gar nicht. Baukosten. Garnison. Erhöht die maximale Gefolgegröße. Nehmen stationierte Einheiten und Dorfbewohner. Sowas könnte ich gebrauchen. Am besten nehmen den Spa. Ach so. Ich müsste den ja dann hier hinsetzen. Außenturm. Für 10 Personen. Zu weit von anderen Modulen entfernt. Pass mal auf, dann bauen wir hier einen Außenturm. So. Und jetzt können wir von hier
So. Ah! So. 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 Oder auch nicht. Ach, ich durfte. Ach so, ich durfte nicht committen, weil ich nicht genug Bauholz habe. Alles klar. Habe ich wenigstens die Steuern committed? Voraussichtliche Zufriedenheitseinbußen. Aber dafür kriege ich ja Einfluss. Gut, egal. Ich würde sagen, wir lassen das so. Ich werde mal gucken, was draus wird. Eine Hofstätte. Der Winter ist nah. Was ist das? So, der Winter kommt. Marktplatz. Okay. Warte mal, ich muss mal jetzt was. Einstellungen, Steuerung. Familie entfernen, Armeereiter. Straßenplatzierungsmodus ist R. Aha. Ah, mit X. Mit X kann ich ja zurückholen. T zwischen Städten durchschalten. Steuerungsgruppen. 1, 2, 3, 4, 5. Kinomodus. Control C. Okay. Mit X also. Ungeschützte Waren immer noch? Ach so, das war Beschleunigungsmodus. Wo sind die ungeschützten Waren? Egal. Ich mach Feierabend. Ach so, mit X ist hier unten beschleunigen. Ah, okay. Gut. Ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.